Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Masyaf. Und in Assassin's Creed natürlich als Altair hier wieder unterwegs. Und ja, wir hatten uns das letzte Mal ja hier so ein bisschen um die Flaggen gekümmert. Hui! Und ja, das haben wir gemacht. Mehr haben wir eigentlich gar nicht mehr gemacht, groß. Wir haben das letzte Attentat vollendet und haben jetzt, glaube ich, 3 Ziele, ne? Genau. Damaskus, Akkon und Jerusalem. Und ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen hier wieder die. Kriegen wir nicht. Entscheidung. Ich dachte, wir kriegen vielleicht wieder die Entscheidung, wohin wir gerne geportet werden möchten. Aber das war wohl nicht so, dass ich, da ich mich für das Flaggensammeln entschieden habe. Könnte sein, dass es ein Fehler ist. Naja, mal gucken. So, ich habe mir für diese Aufnahme auch wieder etwas rausgesucht, was einige Informationen über die Assassinen beinhaltet. In diesem Fall einen Artikel auf spiegel.de. Den werde ich hoffentlich auch in dieser, in den Videos zu dieser Aufnahme unten verlinken. Ich hoffe, ich denke dran, muss ich mir gleich mal aufschreiben, obwohl. Der flieht doch vor etwas. Ja, muss ich mir gleich mal aufschreiben, dass ich daran denke, damit ihr das selber auch mal sehen und nachlesen könnt. Und ja, da stehen einige interessante Dinge drin im Artikel. Ich habe mehr von ihm gelesen, als ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich gerade anfangen aufzunehmen, da habe ich mal den Artikel einfach mal komplett durchgelesen dann. Normalerweise wollte ich das eigentlich so, oder eigentlich wollte ich das so nebenbei machen, aber das war nichts. Das ist nämlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Auch wenn man relativ viel noch über die Geschichte von einigen, ja, Richtungen des Islam erhält. Und hier in der westlichen Welt, sage ich mal, ich sitze ja hier in Deutschland irgendwo rum, hat man gerade auch aus der Schule und so weiter, kriegt man nur das Christliche vermittelt. Weil das ja hier die vorherrschende Glaubensart ist. Und aber auch die, ja, Geschichte der uns nicht ganz so bekannten Religionen ist ja auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Und ja, das wird ein bisschen darin beschrieben, nur so schon mal als Anreißer. So, die Flaggen mache ich ein andermal zu Ende, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, ich möchte weitermachen. Ich habe mich gerade spontan dafür entschieden, nach Jerusalem zu reisen. Ach, das kann ich jetzt hier machen, sehr schön. Ja, wir können direkt ins Büro, würde ich sagen. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Ich glaube, bestehlen des Gangsters ist um einiges einfacher, wenn ich das mal an dieser Stelle so erwähnen darf. Okay, wir sind im Büro, sehr schön, dann reden wir auch direkt mal mit ihm hier. Ach, Friede, unser Freund. Sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mu'alam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht denn. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind 2 Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. In Ordnung. Was mir gerade übrigens mal aufgefallen ist und was ich ziemlich interessant finde, was mir ja irgendwie so wach wurde, sagt man ja so schön. Die deutsche Sprache ist eine ziemlich schöne Sprache, wie ich finde, weil man sich sehr auch gewählt ausdrücken kann. Da haben ja auch schon einige mehr Leute ein Fable für und ich gehöre so ein bisschen dazu. Ab und an mache ich das mal ganz gerne oder versuche ich es zumindest irgendwie gehoben zu klingen. Und das geht in Deutsch ziemlich gut. Man hat Unmengen an Möglichkeiten, sich auszudrücken. Man kann in ein und denselben Sachverhalt auf, weiß ich nicht, wie viele... Ja,
Verdammt. Arten ausdrücken. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Da oben fliegt ein Adler. Muss ich hier auf das Tor rauf? Ach, guck mal. Und ja, schade, gekontert. Ja, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Also ich habe des Öfteren Englisch-Klausuren geschrieben, weil ich Englisch auch im Abi hatte. Und, ja, da war es eben auch so, dass ich... Ja, ich habe Wörter gesucht, die ich im Deutschen benutzt hätte. Und, ja, im Englischen gab es keine gehobene oder eine solche Ausdrucksweise dafür. Sondern es war immer eine ziemlich simpel ausgedrückte Sprache. Sondern also so ganz einfache Wörter. Man hat in Englisch nicht diese Möglichkeiten. Soweit ich informiert bin, hat auch schon Shakespeare das in der deutschen Sprache sehr geschätzt. Und das tue ich auch. So, guck mal hier raus mal eben. Der ganze Tumult hier mit dem Kämpfen, das lenkt ja total ab, wenn man erzählen will. Der Templer musste aber weg, das tut mir leid. Gehen wir mal zurück. So, und das ja, das finde ich an der deutschen Sprache ziemlich faszinierend, weil das eben möglich ist, auch diese gehobene Ausdrucksweise etc. Ich weiß nicht, ob es andere Sprachen gibt, wo man eine ähnliche Wortvielfalt und... Das war auch nicht geplant. Eine ähnliche Wortvielfalt und eine ähnliche, ja, Möglichkeit des Ausdrucks gibt. Da kenne ich mich wenig aus. Die einzigen Sprachen, die ich beherrsche, sind Deutsch und Englisch. Also, Englisch beherrschen ist eine andere Sache, aber ich glaube, ich kann mich... verständigen. Und ja, eben auch das, dadurch durch das Internet und so ist da ja einiges möglich. Und ich kommuniziere auch mit einigen englischsprachigen Menschen, also von daher denke ich mal, dass mein Englisch schon okay ist. Aber sonst sind die einzigen beiden Sprachen, die ich so kann. Japanisch finde ich noch sehr interessant. Hat jetzt hier weniger was zu suchen eigentlich, aber das ist halt so eine Sache, die ich auch noch ziemlich cool finde und die ich auch gerne lernen würde, aber ich bin halt nicht, eigentlich nicht sehr sprachbegabt. Ich bin mehr der logische Mensch. Und da, das ist eine Sache, die mir eben aufgefallen ist, weil die sich auch so gehoben hier ausdrücken. Versucht es! Ach, ich hätte mich losreißen können, ne? So, der hat drei Schläge, die er verkraftet, glaube ich. Extra für dich habe ich mein kleines Messer gezückt. Ja, komm. Der ist gerade dazugestoßen. Der merkt auch nicht, dass er hier nicht viel Chancen hat. So. Jerusalemkreuz. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, ist gut, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Es gibt leider ich glaube, es gibt scheinbar keine Taste, um das irgendwie zu beenden. Weiß ich nicht, muss ich nochmal ausprobieren. Die Backspace-Taste hat es gerade ein bisschen geschafft. Nun ja. So, das war mein Monolog zum Sprachengedöns. Was geht denn hier ab? Ja, ich bin ja schon ruhig. Bitte nur ein paar Goldstücke. Nein. Ach genau, das steht auch noch im Artikel hier drin. Doch, ich verstehe das und jetzt verschwinde. Ich kann dir doch auch nicht helfen. Bitte gebt. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Ja, da hast du recht. So. War ja nur mal zum Dingsen. Also, was ich noch sagen wollte gerade. Hier steht drin, ich muss gerade mal gucken, Missionare und Agenten, im Artikel von Spiegel, den ich eben erwähnt habe.
Selbst Gegner, neue Verkündigung. Es tut mir leid, ich finde das Ding gerade nicht. Das, der Text ist etwas länger. Ach genau, hier. Im Oktober 10, ja nicht Quatsch, 10, 1092 verübten die Assassinen den ersten jener Morde, für die sie weit über die Grenzen ihres Landes hinaus berühmt und gefürchtet werden sollten. Als Sufi verkleidet, ich denke mal, das ist eine Art... Nee, das meinte ich gar nicht. Auf jeden Fall näherte sich der Mann der Sänfte Nisam al-Mulks und erstach den mächtigen Visier auf dem Weg zum Zelt seiner Frauen. Und hier haben wir auch wieder das, da gibt es keinen Fluchtversuch, der war auch, glaube ich, gar nicht möglich, denn der von Hassan e-Sabah entsandte Killer wurde noch während der Tat selbst getötet. Das war ja eine Sache, dass die nicht so waren wie wir, sondern dass die dafür gestorben sind. Ah, richtig, hier. Wir sind ja in Syrien. Ich warte, also ich mache erstmal das hier. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Machen wir. So, dann machen wir das nämlich jetzt hier. Also eigentlich, was im Artikel steht, kommen die Assassinen erstmal aus Persien. Wir sind hier aber in Syrien, da gibt's nämlich, dann hat sich dann auch ein Zweig entwickelt und die Syrer haben so ein bisschen ein Problem gehabt, weil eben hier die Kreuzfahrer sind oder waren. So wie wir jetzt auch hier haben. Und, ja gut, wenn du aufgibst, dann rennen. Deswegen haben sie eben auch christliche Kreuzfahrer eben getötet. Die Perser haben das nicht getan, da hat sich das Haus schließlich gegen das sunnitische Etablissement, keine Ahnung, jetzt habe ich mich lächerlich gemacht. Egal. Gegen die Sunniten gerichtet. Und das war hier eben nicht so, weil wir in Syrien sind. Also ich glaube, wir sind in Syrien. Wie gesagt, Jerusalem ist ja jetzt nicht so syrisch, glaube ich. Aber hier steht, dass die einen aus Jerusalem getötet haben. Also müsste es ja doch irgendwie in der Gegend gewesen sein. Naja, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall... Na komm jetzt hier. Ich will weitererzählen. Es war relativ einfach. So. Was wollte ich denn eigentlich gesagt haben? Na richtig, die Mörder hatten sich als christliche Mönche getarnt und so das Vertrauen des Königs und des Bischofs erschlichen, die sie danach getötet haben. Und das machen wir ja hier auch so ähnlich. Wir verkleiden uns als Gelehrte, sage ich mal. Und das ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass das ähnlich ist. Das wollte ich, glaube ich, gesagt haben. Hier haben wir auch wieder ein paar Gelehrte. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ich hatte noch irgendwas anderes im Kopf, das ich erzählen wollte. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ihr werdet mir nicht entkommen. Bing. Na komm schon, her. Das ist keine Zeitverschwendung. Oh, der hat gekontert, der Sack. Ich bin gerade momentan irgendwie so ein bisschen außerhalb des Spiels, sondern mehr in dieser Geschichte drin. Verdammt. So. Ja, komm, renn. Aber auch nur, weil ich ihn hier jetzt begleiten soll, ansonsten hätte ich dich verfolgt und niedergestreckt. Ja. Das finde ich sehr interessant, was die hier gemacht haben. Ich wollte irgendwas erzählt haben, ich weiß aber nicht mehr was. Gut, hier sollte ich sicher sein. Sie werden an einem heiligen Ort kein Blut vergießen. In dem Chaos konnte ich einer Wache dies hier entreißen. Vielleicht kann es euch helfen. Wer hat gesehen, was hier geschah? Ja, komm, ist gut jetzt. Hallo. Ah, okay. Ja, also sehr, sehr faszinierend eigentlich das Ganze. Ich muss gerade nochmal schauen. Ja, hier ist so ein bisschen der Anreißer. Natürlich für so einen Text. Der ist jetzt weniger interessant. Ja, sehr interessant fand ich, erinnert euch vielleicht noch an das letzte Mal. Ich glaube, beim Doktor war das.
Was wollt ihr denn? Ich muss hier rauf. Oh. Okay, einen Augenblick. Hier ist gerade was total schief gegangen. Weil jetzt bin ich auf einmal im Fenstermodus, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Und das ist ein wenig ungünstig. Ah, es ist ziemlich doof. Einen Augenblick, ich muss diesen Kampf eben zu Ende machen. Meine Güte. Wie sind die denn alle hier raufgekommen, Mann? So, das reicht euch, okay. Komm, lass los. Da muss ich doch rauf. Komm jetzt hier, warum gehst du da nicht rauf? Ja, da toll, da ist jetzt wieder ein Soldat. Ah, es ist alles so unsortiert gerade bei mir. Na gut, dann gehen wir mal hier rauf. Es tut mir leid, ich bin wieder etwas konfus. Ja, vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren. Aber ich will eigentlich auch diese Informationen einfach vermitteln, weil ich das ziemlich interessant finde, das Ganze. Ach ja, genau, was ich sagen wollte. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das letzte Mal, als wir mit Al-Mualim geredet haben. Und... Ah, okay. Verdammt. Ich muss hier gleich mal was ändern, dann machen wir uns gerade noch die Folge zu Ende. Als wir mit Al-Mualim geredet haben beim Doktor, so, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Da hat er gesagt, ja, Altair, es gibt Substanzen, wovon... Jetzt bin ich außerhalb des Bildschirms wieder mal gelandet. Ah. Okay. Es gibt Substanzen, von denen ihr nicht wisst, was sie tun und bla 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 blub. Und hier steht, dass Marco Polo eben auch schon, von dem habe ich auch schon geredet in einer der vorherigen Folgen, dass er meinte, dass, den damals schon zerstörten größten und schönsten Garten der Welt, in der sie, also die Assassinen, berauschte Jünglinge angeblich, in denen berauschte Jünglinge gebracht wurden, so. Und in diesen Brunnen floss Wasser, Honig und Wein, die schönsten Jungfrauen und Edelknaben sangen dort, musizierten und tanzten dort. Das ist das, was den Jünglingen erzählt wurde, und das Eigentliche war, dass sie mit Drogen so manipuliert wurden, dass die jungen Männer den Assassinenführern willenlos und gefügig folgten, indem sie eben dieses Paradies, was ich gerade beschrieben habe, versprachen. Oh je. So, wir versuchen jetzt mal diesen Kampf hier noch zu machen. Ohne, dass ich aus dem Bild komme, weil das ist mir leider eben gerade ein paar Mal passiert. Das wird euch vielleicht aufgefallen sein. Ich mache jetzt diese Mission fertig, dann speichert der ja automatisch und dann können wir... Muss ich das Spiel wahrscheinlich nochmal neu starten oder in den Optionen was umstellen? Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall die Aufnahme kurz beenden. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Dann ist die Folge jetzt ein bisschen kürzer als, sonst. Eine Minute oder so, aber ich denke mal, damit wird ihr leben können und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder mit richtigem Zeug. Aua. Ja, ich bin wieder raus. So. Mit richtigen Einstellungen wieder. Und du lässt mich jetzt hier verdammt nochmal in Ruhe. So. Bis gleich.